Mein Name ist David Goldblum. Ich habe am 1. Oktober als Chief Medical Officer CMO bei Pallas Clinic angefangen. Das beinhaltet, dass die medizinische Qualität und die ganzen Richtlinien durch meine Kolleginnen und Kollegen und mich organisiert werden, Standards kreiert werden. Ich werde ebenfalls als Augenarzt spezialisiert auf Hornhaut- und Lidkrankungen in Bern und in Olten tätig sein. Pallas Kliniken genießen einen ausgezeichneten Ruf, sowohl in der Medizin als auch in der Organisation. Und die Herausforderung, das weiterzuführen und mitzugestalten, ist das, was mich sehr gereizt hat. Besonders gefällt mir bei Pallas Kliniken, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hochmotiviert sind, ausgezeichnet ausgebildet und auch, dass die Räumlichkeiten entsprechend modern sind mit den Gerätschaften, sowohl in Olten, als auch in Bern, als auch an allen anderen Standorten. Am neuen Arbeitsort ist mir enorm wichtig, dass wir kollegial miteinander umgehen, dass wir uns auf Patientinnen und Patienten konzentrieren können und dass wir eine hervorragende Medizin und Qualität liefern. Das Vertrauen zwischen Patientinnen und Patienten und Arzt und Ärztin, das ist etwas vom Wesentlichsten, was es gibt in der medizinischen Behandlung. Die kommt einfach Stand, indem dass man ehrlich und kompetent informiert und einen gemeinsamen Behandlungsplan zusammen ausarbeitet. Ich bin Arzt geworden, weil ich schon immer den Menschen helfen wollte. Und im Studium ist es dann so in die Richtung Chirurgie gegangen. Und da ich mich schon immer für Physik und Mikrochirurgie interessiert habe, ist die Augenheilkunde natürlich dann prädestiniert gewesen, um als Spezialgebiet zu wählen. Spezialisiert habe ich mich auf Hornhauterkrankungen, weil die Hornhaut ist lebendiges Gewebe, aber sie ist durchsichtig und das hat mich schon immer fasziniert. Und wie man die Durchsichtigkeit erhalten kann und auch pflegen kann, das ist für mich etwas vom Faszinierendsten in der Augenheilkunde. Ebenfalls für die Hornhaut wichtig sind Augenlider und ohne gesunde, funktionierende Augenlider würden wir nichts sehen können. Die Hornhaut würde austrocknen, würde eben wieder nicht mehr durchsichtig bleiben, sondern undurchsichtig werden und entsprechend sieht der Patient oder die Patientin schlechter, als auch fürs Aussehen. Und das ist natürlich, wir schauen uns gegenseitig in die Augen, das sagt man also, und das hat mich schon immer fasziniert. Neue Operationen und Operationstechniken in der Schweiz einzuführen und durchzuführen, ist für mich ein grosser Reiz und Herausforderung. So habe ich aus einem Zahn eine künstliche Hornhaut können machen, das mehrfach in der Schweiz auch angewendet in der Operationstechnik und das ist jedes Mal wieder ein schöner Moment zu sehen, wenn Patientinnen und Patienten, die vorher schwerst sehbehindert waren, wieder selbstständig können durch die Welt gehen. Forschung ist absolut wichtig, dass die Menschheit weiterkommt und auch in der Augenheilkunde braucht es die Forschung, um Krankheiten besser behandeln zu können oder in Zukunft zu heilen. Pallas Kliniken sind mit ihren vielen Kliniken und einer grossen Patientenanzahl ideal, um Forschung und Entwicklung voranzubringen. Wir werden in der Pallas Kliniken ein Clinical Research Center aufbauen und somit auch der Schweiz und der Menschheit helfen, wieder besser zu sehen. Außerhalb von meiner beruflichen Tätigkeit gehe ich gerne mit meiner Frau und dem Hund spazieren. Ich habe sehr gerne Ballettaufführungen und eine große Passion von mir ist Gegenwartskunst.